Wie immer darf ich sagen, Kariwalzer? Nein, ich tanze nicht gerne. Ich tanze gern sehr schnell. Nein, zu schnell auch. Noch schneller. Nein, bitte nicht. Noch schneller. Nein, nicht. Ich noch schneller. Ich zerfall schon. Noch schneller. In meine Atome. Noch schneller. Nicht. Noch schneller. Nicht. Na gut, dann pendeln wir uns eben aus. Und hier bin ich. Ah, lieber Alfons, mit dir tanze ich doch am allerliebsten. Ja, aber erst am Donnerstag. Jetzt ist Dienstag. Willkommen in Österreich. Meine Damen und Herren, ein guter Schlaf verlängert nicht nur das Leben, sondern verkürzt auch den Arbeitstag. Hier für Sie, frisch und munter, Dirk Sterber und Christoph Griesemann. Dankeschön. Herzlich willkommen zur gepflegten sexistischen Heiterkeit am späten Dienstagabend. What's up? Was ist auf? Frage ich Sie. Möchte Sie herzlich begrüßen zur 203. Ausgabe von Willkommen in Österreich. Mein Name ist Christoph Mohammed Grissemann. Das ist der integrierte Deutsche Dirk Stermann, genau. Wir haben heute fantastische Gäste. Es kann nicht schief gehen, oder? Endlich Licht in dieser glanzlosen Hütte. Zu uns kommt eine Band von Weltformat. Naked Lunch. Und ganz am Anfang, man muss es so formulieren, es kann keine andere Formulierung geben, die österreichische Brigitte Bardot. Sie sieht großartig aus, ja, oder? Sie hat fast was Tina Turnerhaftes, finde ich. Zu uns kommt die großartige Janine Schiller. Und begleitet werden wir auch heute wieder von unseren russischen Freunden Ruskaya. Oh. Verrückt. Sie werden zu Hause sitzen und sich denken, wie ist das möglich, dass Naked Lunch und Janine Schiller kommen in den ORF? Wie gelingt es im ORF, dass ständig so tolle Leute zu Gast sind? Das ist ganz leicht erklärt. Ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist, weil wir die Leute mit Essen ködern. Ja, ist so. Wir haben fantastisches Essen, ein tolles Catering. Und es ist nicht nur so, dass die Leute bei uns was zu essen bekommen, sondern sie bekommen das zu essen, was sie zu essen haben wollen. Sie können teilweise live im ORF sogar ihr Lieblingsessen bestellen. Dann freuen wir uns auf weitere Werke von Felix Mitra. Herzlichen Dank für den Besuch und vorweg schon alles Gute zum halbrunden Geburtstag, der 65er, nächste Woche, glaube ich, ist soweit. Ja, wunderbar. Kann ich Kasperzeln haben? Ein bisschen, selbstverständlich, bitte. Das machen wir doch. Ja. Ja. Kann ich Kasperzeln haben? Kann ich Kasperzeln haben? Sympathisch. Sympathischer Autor Felix Mitra. Wer hat da moderiert, Stefan? Weißt du, wer war der Moderator? Der Name fällt mir nie ein von dem Moderator. Der ist auch sehr, sehr guter Kollege. Wie heißt der nochmal? Ich nenne ihn immer der Moderator, dessen Namen. Aber es ist eben nicht The Big One, es ist nicht Wolfram Pirchner. Nein. Wolfram Pirchner ist ja, das ist der Fernsehgott, oder? Man muss es, wie heißt er? Martin Ferdini. Martin Ferdini, nie gehört. Martin Ferdini? Ja. Aber Wolfram Pirchner, das ist eine ganz andere Liga, oder? Und an Wolfram Pirchner gibt es eigentlich nichts auszusetzen, nur eins habe ich jetzt gefunden. Er hilft den Leuten zu viel beim Quiz. Ja. Ja, weil er so sympathisch ist. Ja. Aber man muss sagen, die Leute, die bei ihm anrufen in der Sendung, sind, um es nobel zu formulieren, relativ beratungsresistent. Sehen Sie hier den Klassiker. Gibt es irgendeinen Tipp vielleicht? Tipp? Naja, ein Tipp mit weichen D, einen Dip könnte ich Ihnen vielleicht geben. Bertha? Na, wenn ich Ihnen einen Tipp gebe, werden Sie nicht Bertha sagen, Herr Manfred. Ja, und da wird er schon ungehalten, manchmal der Wolfram. Und das habe ich gestern gesehen. Hören Sie jetzt den Tonfall genau. Es geht ihm wirklich langsam auf die Nerven. Weil seine Tipps einfach nichts bringen. Wo befindet sich denn Kitzbühel? Der Raster ist schon da. Was würden Sie denn jetzt meinen? Vielleicht eine kleine Hilfe? Na ja, also
Fetzig geht's zu in Kitzbühel. Ihr vielleicht. Fetzig geht's zu. Fetzig. Fast haben wir das Gefühl, er will dem Kandidaten eine runterhauen, oder? Ja, dafür liebe ich den ORF, aber Sie lieben den ORF natürlich dafür, dass der ORF so tolle Berichte hat. Ich meine, es ist so, wenn irgendwo im Land was passiert, schickt der ORF seine Leute aus, nachdem er geprüft hat, dass es eine heiße Geschichte ist. Ja. Weil das kostet wahnsinnig viel Geld. Eine Geschichte machen im ORF, das kostet unglaublich viel Geld. Stellen Sie vor, irgendwas passiert irgendwo in Österreich, dann muss ausrücken ein Kamerateam. Das sind Tonleute, Kameraleute, Redakteure, Aufnahmeleiter. Das sind teilweise 60 Leute, die unterwegs sind für einen ganz kurzen Bericht. Das Ganze kostet im Durchschnitt, eine Minute Bericht im ORF, im Durchschnitt 62.000 Euro. Das wird gut überlegt sein, wie man dieses Geld ausgibt. Und diese Frage haben sich die Leute auch gestellt bei den Kollegen vom Landesstudio Burgenland. Die saßen da und haben gewusst, da gibt es eine Geschichte, da hat er Vermü, kennt er einen Vogel, das kommt manchmal vorbei. Ja, es wird lächerlich, wenn du im Dialekt redest. Ja, das wird lächerlich, wenn ich es versuche nachzumachen, aber ganz unlächerlich ist der Beitrag, der dann da rausgekommen ist, für 62.000 Euro pro Minute auch nicht. Ich war in Traustorf unterwegs und habe das Ehepaar Ulreich besucht. Die beiden hier haben einen ganz besonderen Vogel. Elsa! Elsa! Seit 4 Wochen bekommen sie regelmäßig Besuch von einer Elster. Normalerweise reicht ein Pfeifen und das Tier ist da. Nur während der Dreharbeiten hat sich der Vogel nicht blicken lassen. Aha. Moment. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Lass erstmal die Enttäuschung sacken. Elster nicht da. Man will also einen Elster-Beitrag, Frank Elster, ne? Einen Elster-Beitrag machen und Elster nicht da. Trotzdem wird es gesendet. Ja. Ich mein, selbst mit Elster wäre meiner Meinung nach dieser Beitrag von überschaubarer Interessantheit. Ja. Aber ohne Elster ist eine Zumutung, oder? Ich meine, was kommt als nächstes? Sehen Sie unseren Beitrag nächste Woche mit Tom Cruise und dem sprechenden Huhn ohne Tom Cruise und ohne sprechendes Huhn, oder was? Wo kommen wir denn da hin? Ja, interessante Tiergeschichte, wenn ich sprechen darf. Bessere Tiergeschichte von mir jetzt. Haben Sie vielleicht gelesen, der Iran hat jetzt einen Affen ins Weltall geschickt. Ob der Affe damit einverstanden war, wage ich nicht zu beurteilen. Sehen Sie selbst. Eher nicht. Wirkt unrund, ja. Wie billig das aussieht, oder? Tixo, so Gürtel, Plastiksitz, Folie. Sieht billig aus, oder? Ich meine, das Weltraumprogramm der NASA in Amerika kostet jährlich 8 Milliarden Euro. Wenn man dieses Bild sieht, hat man das Gefühl, das Weltraumprogramm im Iran ist um 39,90 in jedem Baumarkt zu haben, ne? Affen ins Weltall geschickt. Wahnsinn, interessant, ja. Bevor der Affe ins Weltall geschickt worden ist, hat der Iran auch einen Regenwurm, eine Maus und eine Schildkröte ins Weltall geschickt. Warum? Wollen die ein Zoo eröffnen dort oder was? Warum schickt man ständig Tiere ins Weltall? Hä? Warum? Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wollen die ein Zoo aufmachen? Ja, habe ich ja schon gesagt, oder, den Witz? Ach so. Ja. Übrigens, was glaubst du, ist das männlicher oder weiblicher Affe? Ich glaube, ein männlicher, weil er hat keinen Schleier. Ist schon interessant, ne? Im Iran schießen sie Affen ins Weltall, aber Frauen dürfen nicht im Auto zum Supermarkt fahren, ne? Das sind doch, was für Verhältnisse. Andere Länder, andere Sitten. Aber was man wohl weiß, ist, dass der Affe unglaublich viele interessante Dinge dort erlebt hat im Weltall. Das heißt, die Affen haben jetzt einen Technologievorsprung und planen demnächst schon die ersten Iraner ins Weltall zu schicken. Nein, warum im Ernst? War beim Logopäden heute nicht so erfolgreich, ne? Warum machen die Iraner das? Warum machen die Iraner so eine Reise? Weiß man das? Angeblich ist es so, sie planen wirklich, sie planen tatsächlich... Ja, lass jetzt Zeit. Was planen sie nochmal? Was planen Sie nochmal? Das ist die Pointe nämlich. Das war die Pointe schon? Nein, das war noch nicht die Pointe. Das Wort ist dann die Pointe. Warte, ich sag's dir. Fang doch mal an, ich sag dir dann auf Stichwort. Die Leute kommen nicht wegen meinen Witzen, sondern weil das Essen so gut ist, das Catering. Wenn die dann zum Beispiel das ist ganz gut. Ja? Man weiß nicht, wozu dieser Flug dienen sollte. Ich habe einen schrecklichen Verdacht, der Iran strebt nach Massenvernichtungsaffen. Hätte man bringen müssen. Das war gut, ja. Ah.
Massenvernichtungsaffen. Das ist oft, wenn eine Sendung dünn ist, muss man jeden einzelnen Witz irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Das hat ganz gut geklappt jetzt, fand ich. Ja, Stermann, setz dich doch einfach hin. Setz dich hin. In 3 Wochen ist Oscarverleihung. Wir freuen uns schon drauf, ne? Ja. Weil die Österreicher kriegen die Oscars. Ja? Da weiß man noch nicht genau. Michael Haneke und Christoph Waltz kriegen garantiert einen Oscar. Und die beiden sind jetzt schon in Los Angeles, Waltz und Haneke, eingeschlossen in einer Hotelsuite und warten auf die Verleihung im Kodak Theater. Und 3 Wochen im Hotelzimmer zusammen, Waltz und Haneke. Was machen die ganze Zeit? Wir haben Mäuschen gespielt. Ja, Waltz. Eine Frage, wenn du gestattest. Ja, was ist? Diese, ja, wie soll ich sagen, diese Pokale, Auszeichnungen, Trophäen. Wofür hast du die bekommen? Also alles für den Lamour, weißt du? Schau, da, das ist der Rathauswicht und da ist die Mainzer Maus und das, das ist der Phallus aus Philadelphia und dann Frankfurter Faust. Daneben ist die Göttinger Giraffe. Oh, this is a bingo! Du hast ja mehr Preise als Quentin, nicht? Aber noch eine Frage, Haneke. Ist es nicht ein bisschen, wie soll ich sagen, eitel, die Preise überall hin mitzunehmen? Schau, das sind alles Preise von den letzten 2 Stunden, du Koffer, was? Koffer? Ich weiß, was ein Koffer ist. Ein Koffer ist ein Gepäckstück, wo man seine 7 Sachen unterbringen kann. Man kann den Koffer nachziehen, zum Beispiel. Quentin hat einen sehr schönen Lederkoffer, Haneke. Gusch! Sein Quentin ist mir eine Blunzenherst. Aber Haneke, warum diese Gewalt in der Sprache? Warum die Gewalt in der Sprache? Ich brauche keinen Grund für Gewalt. Du bist für mich nur irgendeiner, der vor 2, 3 Jahren noch im Tatort die 3. Leiche von links spült hat. Herrgott, Zeichen ist die Hort, die Butter. Oh, ist was mit der Butter? Ich hoffe, es ist dir eine Ehre mit mir, wie sagt man, früh zu stücken. Schließlich war ich Hans Lander, der Judenjäger in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds. Ich habe den Oscar verdient. Erst diese Hurenbutte ist Bastard. Ur-Ork, Hort. Ist was mit der Butter? Ja, Hort is. Okay, versuch du mal, hier. Versuch's. Na? Ja, ganz eindeutig. Sie ist sehr hart. Der Haneke, wenn ich den Oscar in Empfang nehme auf der Bühne, habe ich mich entschlossen, einen kleinen Witz zu erzählen, einen Jokus. Willst du ihn hören? Ich werde zuerst sagen, thank you very much for the Oscar. Und dann sage ich auf Deutsch, ich komme an die Theaterkasse. Und frage die Dame an der Kasse, ich hätte gern 2 Karten, bitte, ist das möglich? Dann sagt sie, für Tristan und Isolde. Sag ich, nein, für meine Frau und mich. Wie findest du den? Ich verstehe ihn. Christoph Waltz und Michael Haneke warten auf den Oscar. Wir bleiben dran an dieser heißen Geschichte. Ja. Wir werden diese beiden Weltstars weiter beobachten. Ah, eine andere heiße Geschichte haben Sie alle mitbekommen. In der vergangenen Woche haben wir es überall gelesen. Ein Rekrut ist betrunken in einem Schornstein stecken geblieben. Wo ist da die Geschichte? Die Geschichte ist am Ende der Geschichte zu suchen. Schau dir mal diesen Beitrag an und achte mal aufs Ende des Beitrags, nämlich die Begründung, warum das Ganze überhaupt passiert. Bin ich schon gespannt. Per Handy meldete sich der Rekrut beim Polizeinotruf. Er stecke in einem Kamin in der Schwarzenberg-Kaserne fest. Laut Polizei hatte der Mann 1,4 Promille Alkohol im Blut. Bei der Einvernahme sagte er, er sei auf der Suche nach seinem Vorgesetzten gewesen. Na ja, ist doch möglich. Ja, also ich kenne das. Ich war vor wenigen Tagen auch mit 1,8 Promille, habe ich meinen Vorgesetzten in der Waschmaschine gesucht. Und das Lustige ist, ich habe Wrabetz auch gefunden. Ja. Das ist immer gut. Witze über Chefs kommt immer gut an, immer, ne? Weil gut, jeder hat einen Chef und jeder will, dass diese Chefs dann irgendwie der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Finde ich gut, bin ich dabei, aber was ich nicht mehr mache, Stermann, ist Witze über Politiker.
Warum? Mach ich nicht mehr. Haben wir jahrelang gemacht, mach mit mir nicht mehr. Ich mach's nicht mehr. Eine Frau hat mir diesbezüglich die Augen geöffnet. Ich mag das nicht, wenn man über Politiker negativ redet. Das mag ich nicht. Ja, verstehe. Recht hat sie. Ich mag's auch nicht mehr. Ich mag's jetzt auch nicht mehr. Aber was macht man jetzt? Zum Beispiel wollte ich jetzt sagen, dass Arnold Schwarzenegger in Österreich war. Jetzt weiß ich nicht, darf ich das sagen oder darf ich das nicht sagen? Weil ist er Politiker überhaupt? Ja, Arnold ist schon, ist er noch Politiker? Weiß ich gar nicht. Wir könnten ihn fragen, weil wir sind mit ihm live verbunden. Hasta la vista, ne? Aber was ihr sagt, seid, da würde ich vorsichtig sein, ne? Weil sonst sagen die Leute, dass ihr Rassisten seid, ne? Wieso Rassisten, wieso? Naja, ich hab gesagt Schwarzenegger, ne? Und ich hab gehört, dass man in Österreich nicht mehr Neger sagen darf, ne? Und in meinem Fall ist das ein doppeltes Verbrechen, Schwarzenegger, ne? Ja, aber was soll man denn sonst sagen? Soll man Arnold sagen? Das sagst du genau ein einziges Mal zu mir, ja? Arnold hat nur meine Mutti sagen dürfen, ne? Ihr seid doch lustige Menschen, ne? Überlegt euch doch, wie man politically correct zu mir sagen darf. Und dann, I'll be back. Naja, wie wär's mit steirische Eichel? I'm back, ja? Wisst ihr was, ich bleib bei meinem Namen, ne? Die political correctness, die nervt ja nur, ne? Ich werd mir jetzt einfach ein Lounge kaufen, ein Schwarzenegger Lounge, wo alle nach meiner Pfeifen tanzen wollen. Ihr wisst, was ich mit Pfeifen mache, ne? Fällt euch irgendein Lounge ein, da wo die Leute der Regierung überdrüssig sind und wo man für Geld sich alles kaufen kann? Ja, aber Österreich vielleicht. Österreicher, danke für den Hinweis, das werde ich mir gleich unter den Nagel reißen. Grüß Gott. Kindergartenkopf. So, macht's nur ein Foto von euch am Greenser-Kanzler, ja, weil ich werde jetzt die Macht in den Land an mich reißen, ja. Wir werden das ausdealen gemeinsam. Ich kämpfe um Österreich. So. Wir machen jetzt deinen Händedruck-Test. Wer länger aushält, ist Bundeskanzler. Au. Das tut weh. Aua. Schwarze Lecker. Das tut weh. Au. Ich gebe auf. Sie sind Kanzler. Super, jetzt bin ich Kanzler von Österreich. Ne? Jetzt hole ich mir nur die Besitzurkunde. So, wo ist sie denn? Herr Schwarzenegger, wenn Sie jetzt die Urkunde... Ja, die mag ich auch. Wenn Sie die Urkunde jetzt bekommen, dann müssen Sie aufpassen, mit Samthandschuhen angreifen, nicht mit Ihren Wichsgriffen, gell? Das ist nicht was Wichtiges. Ja, wo ist denn die Urkunde? Na, gib her da mal. Na, super. Ich werde aufpassen wie ein Haftelmacher. Ja, ist das... Masse Hörmann-Seder von Maschek, meine Damen und Herren. Ja, das waren noch Zeiten... als Maschek hier zu dritt gesessen sind. Meine Damen und Herren, jetzt kommen gleich unsere wunderbaren Gäste zu uns. Zum einen Janine Schiller, die großartige It-Lady, wenn ja. man so will. Was macht sie eigentlich beruflich? Man weiß es nicht. Sie ist so eine Art österreichische Antwort auf Pussy Riot. Ja. Und die beste Band Österreichs, nämlich Naked Lunch. Und was diese Herrschaften miteinander verbindet, hat unser lieber Apotheker Edlinger für Sie herausgefunden. Hm.